Deutsch für Anfänger 3, Lektion 30, Demonstrativpronomen, dem Jungs, Azigatik, Uriga, Buxu, Maniher, Hanika. Heute machen wir auch eine Übung aus dem Schubert Verlag. Und noch einmal, perfekt, Hyunse, Waljo, Hyung, Quagupunza. Katun Yagito, Dasi, Uriga, Utun Yagi, Munso, Hyunse, Michael Yagi, Chinambundo Hamon Ilgozo. Michael steht um 8:15 Uhr auf. Also 8:15 Uhr, aufstehen, Iro Nada. Er duscht und putzt sich die Zähne, duschen, also Momoshita Shawohada. Sich die Zähne putzen, putzen ist wie Chongsohada, Zähne putzen, Chika Chika Handa. Dann kocht er Kaffee, Kaffee kochen und Kopi Mandulda und macht Frühstück, Achimpap do Mandulgo, Achimpap Mogoyo. Michael isst Toast, Toast mit Honig. Toast ist Shikbang, Honig, Gul, ein Ei, Dalgyal und Müsli, also Cereal, Gatungo. Er liest die Zeitung, Shimun Ikgo. Um 9:30 Uhr geht Michael zur Schule, Hakyo Egago. Er zieht einen Mantel an, Mantel Ikgo, und holt das Fahrrad, Tatungul Chumbihada. Er fährt durch die Stadt und hält am Kiosk. Kiosk ist wie Mejom oder Pyeonichom. Wie Pyeonichom ist so, Jogum und Jogo. Dort, Jogiso, kauft er Süßigkeiten, Quaza und Kaugummi. Um 10 Uhr kommt Michael in der Schule an. Wann schon Zigagine? Yoshie, Hakyo, Trotzakanda. Und geht in die Klasse. Klasse ist wie Zagiban oder Kyoshe. Alle anderen sind schon da. Modun, Tarun, Singodulnun, Imi, Issoyo. Los geht's, Shakibuza. Michael steht um 8:15 Uhr auf, also aufstehen, Ironada. Nuwo ita, chaukwesunika, Ironanika, chokkum ichiman, idonga igeche, iroke idong, aufstehen, heanika, kurumion, sein, sumnida. Und aufstehen, pulidongsa. Michael ist um 8:15 Uhr aufgestanden. Yokshiki, kaun de ogo, idong demone, aufstehen, chokkumman, idong hanika. Sein ist Sumion Demida. Er duscht und putzt sich die Zähne. Sich die Zähne putzen, das ja Mon. Duschen, also Schauer. Er hat geduscht, Kyutik und sich die Zähne geputzt. Putzendo, Kyutik Zogigo. Dulda haben Dongsa er hat geduscht und er hat sich die Zähne geputzt. Yogi und Dwie, er hat sich die Zähne geputzt. 다시 해도 괜찮겠지만 너무 길어서 왼쪽 오른쪽 같은 이야기의 경우는 왼쪽만 주어 조동사 쓰면 돼요. Er hat geduscht und sich die Zähne geputzt. Dann, 그다음에 kocht er Kaffee, also Kaffee kochen und macht Frühstück. 다시 machen und kochen. 둘다 보통 한동사 이동도 아니고 그러면 haben 씁시다. Dann hat er Kaffee gekocht und 아까랑 똑같은 이야기죠? Und er hat Frühstück gemacht. 이렇게 길게 말할 필요가 하나도 없으니까. Dann hat er Kaffee gekocht und Frühstück gemacht. 깔끔하게 말하면 됩니다. Michael isst Toast mit Honig, ein Ei, Dalgyal und Müsli. Da essen, 먹다 하나밖에 없죠? 그러면 Michael hat Toast mit Honig, ein Ei und Müsli gegessen. Essen und langsam 조심하시고 gegessen입니다. Er liest die Zeitung. Liest in der Wonhyung lesen. 그러면 애가 이가 되니까. 불규칙적인 동사, 그러면 우리가 과거분사 할때 en음이 써야 합니다. Er hat die Zeitung gelesen. 이제 쉽죠. Um 9:30 Uhr geht, 이동동사 gehen, Michael zur Schule. Er zieht Mantel an. Er zieht seinen Mantel an. Das ist ein Mantel. Anziehen, ibda. Holen, holen, 갖춰온다. Also, 준비하다보다는 이 자전거 갖춰온다. 그러면 gehen, 안ziehen, 분리동사 und holen 동사가 세 가지 있는데 gehen 이동동사, 안ziehen 입다 und holen은 보통 한 동사 때문에 sein 이동동사 그리고 haben 둘다 써야 합니다. 그러면 um 9:30 Uhr 먼저 ist Michael zur Schule gegangen, 콤마 해놓고 그러면 여기는 이동약이 일단 해결. Er hat seinen Mantel angezogen und Jürgen, er hat das Fahrrad geholt. 아까랑 똑같은 이야기, 깔끔하게 하고 싶으면 바로 und das Fahrrad geholt. 이렇게 하면 됩니다. 다시 한번.
Um 9:30 Uhr,아니면 halb 10, halb 10, dann Monzo Hinoko und Dohagi Ilago 10. Ist Michael zur Schule gegangen? Er hat seinen Mantel angezogen. Ziehen, Iga Ismion, Quagobunsanun, Oga Demnida. Angezogen, Bulidongsa, Giga Kaunde. Und das Fahrrad geholt, Kyutikchokindongsa Imnida. Er fährt durch die Stadt, also fahren, Idong, und hält am Kiosk, hält nun halten, Momchuda. Er ist gefahren, Kurigo, er hat gehalten, sein Haben, Dulda Soya Hanunde. Er ist durch die Stadt gefahren und hat, Jugendun, Zodong Saga, Taruniga, Soya Hanunde, Chuonun, Dogatun, Erdemune, Erga, Isodo, Obsodo, Sangban, Opsiman, Opsumion, Chogumdo, Pionhan, Nukimidoro. Er ist durch die Stadt gefahren und hat am Kiosk gehalten. Hat sie man i halten nun, er ist am Kiosk gehalten. Iroke soto solchiki man hamion. Munchega obsutende. Ich habe gehalten, nanun munchotta. Er ist gehalten, iron sangte. Hat sie man iron gonen chikum singyong sulkyoga, hanat opki demone, kunyang haben, rang kachi sumion demnida. Dort nun Kiosk, Chogiso, kauft er Süßigkeiten und Kaugummi, also quaja Süßigkeiten und Kaugummi, gom imnida. Kaufen, potong han dongsa demone. Dort hat er Süßigkeiten und Kaugummi gekauft. Kyutik haben Dongsa im Nieder. Um 10 Uhr kommt Michael in der Schule an und geht in die Klasse. Ankommen, Totsakada. Kommen, Onda. Getaga, gehen. Da idong Dongsa demone, sein Säure. Um 10 Uhr ist Michael in der Schule angekommen. Yogi nun, Zogum, Orion, Yagi, Hanaga, Itzo. Bosimion, kommen nun, Onda demone, Unmyongi, idong Dongsa. 이동 때문에 과거형 만들 때는 우리가 사인 조동사 써야 합니다. 여기까지는 아마도 괜찮죠. 하지만 여기 der Schule 보시면 die Schule 여성명사 er ist in der Schule angekommen 이거 삼격입니다. 그러면 전치사 인가 있기 때문에 이 삼격은 이동이 아닌 상태. 그러면 kommen은 이동 동사 있지만 ankommen 도착하다는 문법상에서만 생각하면 이동가 아닙니다. 상태입니다. 상태 때문에 우리가 전치사 이야기할 때 삼격 써야 돼. 나는 서울에 도착했다. Ich bin in Seoul angekommen. Ich bin in Korea angekommen. 이렇게 이야기하면 관사가 없기 때문에 신경 쓸 필요가 없지만 학교, 은행, 회사 이렇게 말할 때마다 삼격 써야 합니다. Ich bin in der Firma angekommen. Ich bin in der Bank angekommen. 항상 in ankommen 할 때는 삼격 써봅시다. Und in die Klasse gegangen. 다시 같은 주어 때문에 in die Klasse gegangen 바로 하면 되고 있어도 여기서 한 번만 있으면 되니까 두번쓸 필요가 없습니다. Noch einmal, 다시 한 번. Um 10 Uhr ist Michael in der Schule angekommen und in die Klasse gegangen. Also in die Klasse gehen, 여기는 gehen 기강인 때문에 in랑 같이 이동 쓸 때는 사격 써야 돼. Angekommen은 신기하게 삼격입니다. 마지막, zum Schluss. Alle anderen sind schon da. 여기 동사는 어디죠? sind입니다. sind는 항상 조심조심. 원형 sein. sein은 과거 이야기할 때는 예외동사로 알고 있어야 돼. 왜냐하면 이동도 아니고 순간적인 이야기도 아니겠지만, 그래도 예외동사 때문에 과거형은 sein랑 같이 만들어야 합니다. 그러면 sein이 과거분사는 뭐지? 조금 어려운 형태인데? 과거분사 ist gewesen. gewesen. Also, 그러면 나는 있었다. 이렇게 말하고 싶으면, ich bin gewesen. Ich bin gewesen. Ich bin gestern zu Hause gewesen. 이렇게 말하면 나는 어제 집에 있었다. Ich bin zu Hause gewesen. 그러면 이 문장의 경우, alle anderen sind 복수표현 때문에, 여기 sind 쓰고, schon da und 과거분사 gewesen. Alle anderen sind schon da gewesen. 너무 길어서 힘들지만 편하게 말하고 싶으면 alle anderen waren schon da. 바로 sein 과거로 활용시키고 싶으면 waren, ich war, du warst, er, sie, es war. 다른 과거형 있지만 가능하죠. 하지만 이 연습은 perfect 현재 완료형 때문에 이렇게 sind gewesen 씁시다. Das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.